Die Turbine aus Potsdam beim Auswärtsspiel in Bremen mit der großen Chance in der Tabelle an Hoffenheim vorbeizuziehen. Und die Chancen standen nicht schlecht, denn die Bremer von Thomas Horsch arg verletzungsgebeutelt. 4 kurzfristige Corona-Ausfälle. Dazu Kapitänin Lina Hausicke gelb gesperrt. Und so kam Potsdam hier auch gut in die Partie. 9. Minute, dieses Foulspiel von Bremens Keeperin Anneke Borbe an Melissa Kössler. Ganz, ganz klare Sache. Strafstoß für den Gast aus Potsdam. Das übernahm Kapitänin Sarah Agresch. Und in der 10. Minute stand es 1:0 für die Turbine. Ganz, ganz sicher verwandelt dieser Foul-Elfmeter. Keine Chance für Anneke Borbe. Bremen hatte wenig Chancen in dieser Partie, spielte kaum nach vorne. Von Potsdam kam auch nicht so viel, aber in der 32. Minute das 2:0. Der Kopfball von Mesiasch an den Pfosten und dann die arme Anneke Borbe mit einem Eigentor, für das sie auch wieder sehr wenig konnte. Bremen arg in die Defensive gedrängt, die komplette erste Hälfte über. Wieder Potsdam im Vorwärtsgang, die gute Möglichkeit gab es da für Holmgard. Aber Borbe durfte sich dann auch mal auszeichnen in der 33. Minute. Den konnte sie abwehren, aber der erste Durchgang noch nicht vorbei. Und ein sehr schön vorgetragener Angriff der Turbine führte dann zum 3:0 durch Gina Schmielinski. Heute im linken Mittelfeld aufgeboten. Nina Ehegötz hatte ihre Karriere beendet bei Turbine Potsdam. Schmielinski übernimmt jetzt so ein bisschen die Position im Mannschaftsgefüge von Potsdam-Coach Sofian Czarhed und netzte ein 3:0 der Halbzeitstand. Und im zweiten Durchgang, ja, da ging es wieder ähnlich los. Potsdam im Vorwärtsgang und Kössler mit der Chance, der Ball aber knapp am Tor vorbei nach diesem Missverständnis da in der Bremer Hintermannschaft. Immer nur in eine Richtung. Agresch mit der Chance, die Kapitänin eingesetzt aus dem Mittelfeld. Dann mit der schönen Volley-Direktabnahme. Barth hatte den Ball perfekt da vorne reingebracht. Das wäre ein super Tor gewesen. Es fehlten ein paar Zentimeter. Kurz danach die nächste Möglichkeit für die Gäste. Und diesmal war der Ball wieder im Tor. Schmielinski stand richtig. Doppelpack für Gina Schmielinski, ihre Saisontore 3 und 4 also heute im Auswärtsspiel in Bremen. Das war eine leichte Aufgabe, den aus wenigen Metern über die Linie zu drücken. Dann ein bisschen Leerlauf. Bremen versuchte es auch nochmal, aber so richtig gute Torchancen gab es heute einfach nicht für die ersatzgeschwächten Bremerinnen. Lürsen mit der besten Chance der Partie für den SVW in Minute 61. Einen gab es auch noch von den Gästen, 78. Minute, wunderbar eingesetzt, Melissa Kössler. Und den lässt sie sich dann nicht nehmen mit ihrem 8. Saisontor. Der Endstand 5:0 für Turbine Potsdam beim SV Werder Bremen. Ja, und die Potsdamerinnen untermauern damit ihre Ambitionen auf den 3. Platz, auf den Champions League Qualifikationsplatz. Und vielleicht geht es ja dann in der nächsten Saison mit der Reisegruppe Potsdam auf die internationale Ebene. Wir wollen erstmal Piano bleiben und uns einfach auf die Spiele konzentrieren und die wichtigen Punkte jetzt holen. Jetzt wird es entscheidend und wenn wir da natürlich abliefern, dann haben wir es auch irgendwie verdient, glaube ich. Zum selben Zeitpunkt der Hinserie hatten wir einen Punkt auf unserem Konto und das haben wir genau jetzt auch. Und jetzt kommen die Spiele, wo wir Punkte holen müssen und das können wir auch. Also da sind wir fest von überzeugt. Potsdam also absolut in der Spur und Bremen, ja, die müssen ein bisschen aufpassen. Sand rückt da von hinten ran an die Grün-Weißen. Aber wenn dann in der nächsten Woche vielleicht die verletzten Spielerinnen wieder mit dabei sind, könnte es ja auch schon wieder ganz anders aussehen für den SV Werder Bremen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.